Wir müssen zwei Patientenreisen betrachten. Beide sind in diesem Kontext wichtig. Die eine Patientenreise ist, wie wird man erstmal Caramba-Patient? Und da gibt es inzwischen sehr, sehr viele Medikamente für das multiple Myelom, die durchaus wirksam sind, die aber alle keine kurative Option sind. Ja, im Endeffekt geht das multiple Myelom nicht weg, sondern man kann es für mehr oder weniger lange Zeit supprimieren. Und im Augenblick ist es so, dass um ein Caramba-Patient zu werden, man eigentlich alle diese Therapieoptionen schon hinter sich haben muss und sie müssen irgendwann dann entweder gleich nicht gewirkt haben oder irgendwann muss man dann einen Rückfall erlitten haben, sodass man diese Therapie halt nicht mehr anwenden konnte. Das bedeutet, die Patienten kommen sehr, sehr spät in ihrer Patientenreise zu uns mit dem Effekt, dass das Ausgangsmaterial, nämlich die patienteneigenen T-Zellen, also sind Immunzellen, die uns normalerweise vor Viren und sowas schützen, dass die schon auch sehr viel Chemotherapie gesehen haben und nicht mehr so fit sind, wie man sich das für einen optimalen Herstellungsprozess, und das ist tatsächlich die kritische Zutat für dieses Karma-Produkt, wie man sich das für seinen Herstellungsprozess wünschen würde. So, innerhalb von Caramba, wie sieht die Reise aus, wenn die Kliniker erst einmal festgestellt haben, dass man für diese Studie in Frage kommt? Das heißt, in erster Näherung so die Ein- und Ausschlusskriterien erfüllt, dann wird der Patient natürlich aufgeklärt, dann wird er erstmal heimgeschickt, dass er sich beliest und mit seiner Familie berät. Und wenn er dann sein Einverständnis erklärt hat, dann beginnt die Therapie damit, dass man weiße Blutkörperchen abgesammelt bekommen mit einer Methode, die Apherese heißt und die so ähnlich funktioniert wie eine Blutwäsche. Da werden die weißen Blutkörperchen aus dem, nicht die weißen Blut, ein Teil der weißen Blutkörperchen, ja, aus dem Blut wird herausgesammelt in ein Beutelchen. Und das ist relativ unbeeindruckend. Das ist, ja, da liegt man 3, 4 Stunden im Bett, kann währenddessen ferngucken. Man liegt da so ein bisschen starr rum, weil man links und rechts eine dicke Nadel in der Ellbeuge hat. Und dann wird das Blut durch diese Apheresemaschine durchprozessiert und die weißen Blutkörperchen werden gesammelt. Und dann geht man erstmal wieder heim. Dann beginnen wir mit der Herstellung und am Tag 6 zählen wir dann die Zellen, zählen wir die Zellen, die dann K-positiv sind und teilen diese Zahl den klinischen Kollegen mit. Und dann wird entschieden, ob man dem Patienten eine Chemotherapie geben kann oder nicht in Vorbereitung auf das Produkt. Also wir versuchen aus den Werten an Tag 6 und wir können uns nochmal zweite Chance geben an Tag 9, versuchen zu orakeln, ob wir an Tag 14 eine hinreichende Dosis Zellen für diesen Patienten haben werden. Genau, und dann kriegt man diese Chemotherapie, die ist im Vergleich zu den Chemotherapien, die die Patienten für die Tumorkontrolle gekriegt haben, vergleichsweise niedrig dosiert, dann wird recht gut vertragen, aber natürlich knockt es schon die weißen Blutkörperchen ordentlich runter. Also man gibt die nicht leichtfertig, aber wird recht gut vertragen. Und dann ist super antiklimaktisch, wenn da dieses kleine Beutelchen kommt. Das ist so wenig Zellen, sind klar wie Wasser. Und das träufelt dann über einen Venentropf in die Vene hinein. Und dann hofft man, dass die Zellen das tun, was man tun muss als KT-Zelle, um klinisch wirksam zu sein, nämlich sich im Körper des Patienten zu vermehren und antigenpositive Zellen abzutöten. Wenn sie das tun, was wir uns von ihnen wünschen, dann könnte man so 1 bis 2 Wochen nach der Gabe dieser Zellen, dieser sehr unbeeindruckenden Gabe dieser Zellen, könnte man dann zum Beispiel Fieber sehen oder so, irgendwelche Zeichen, dass diese Immunzellen aktiv sind und antigenpositive Zellen abtöten. Das werden nicht nur Tumorzellen sein, das Antigen ist ja nicht nur auf Tumorzellen drauf. So, aber das ist das Signal, was man abwartet. Und dann kann man dem Patienten auch sagen, guck mal, es wirkt. Potenziell
könnten, haben wir aber bei Caramba überhaupt nicht gesehen. Hat man früher bei Patienten gesehen, die ein CAR gegen ein anderes Target bekommen, können das sehr schwer verlaufende Entzündungsreaktionen sein dass der Blutdruck abfällt und solche Sachen haben wir bei Caramba überhaupt nicht gesehen. Ja, so sieht die Reise aus. Ich sag mal, das Allerschlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir dem Patienten nicht Chemotherapie gegeben hätten und ihm dann keine Zellen applizieren können. Das wäre der Super-GAU und selbst der ist nicht furchtbar schlimm. Nicht? Die Chemotherapie gibt man nun auch nicht zum Spaß, aber wir haben sie ja auch nicht zum Spaß gegeben. Aber sie ist jetzt in ihrer Toxizität nicht so groß, dass sie irgendwelche schlimmen Schäden am Blutbild machen würde oder sowas. So, aber soll natürlich auch nicht vorkommen. Wir werden ja Tag 6, Tag 9 die Zellen zählen und überlegen, werden wir an Tag 14 genug haben. Ja? Möglicherweise, und das ist beim multiplen Myelom ein Thema, nicht spezifisch für Caramba, sondern bei allen Myelompatienten, die haben ja eben schon sehr viel Chemotherapie bekommen, immunsuppressive Chemotherapie. Ihre T-Zellen expandieren nicht sehr gut in vitro, im Produktionsprozess. Und die T-Zellen sterben gerne unter dem Einfluss von den Zytokinen. Das sind Botenstoffe, die wir dazugeben, um sie eigentlich nicht nur am Leben zu halten, sondern auch zu aktivieren, sich zu vermehren. Und so verlieren wir schon zwischen der Sammlung und dem Tag, wo wir den Gentransfer machen, mit so einem kleinen Stromstoß, schon bis dahin verlieren wir überraschenderweise sehr, sehr viele Zellen. Der Stromschuss selber, der tötet dann nochmal so bis zu der Hälfte der Zellen ab, die dann noch übrig sind. Und dann proliferieren die Zellen nicht, oft nicht so, wie man sich das wünschen würde. Ja. Das liegt offensichtlich in der Natur der T-Zellen von Myelom-Patienten. Und ja, klar, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass man gar keine Zellen hat. Was auch der Fall sein könnte, wenn sich beispielsweise Bakterien in das Produkt verirrten, haben wir zum Glück noch nicht gehabt. Aber wir haben zweimal den Fall gehabt, dass die T-Zellen nicht optimal sich vermehrt haben, dass wir nicht die angestrebte Dosis erreichen konnten, sondern nur die Zelldosis der nächst niedrigeren, wir sind ja in so einer Dosis-Eskalation drin gerade, dass wir nur die Dosis der nächst niedrigeren Dosis-Eskalationsgruppe geben konnten. Naja, also die zwei Dinge, erstens, nein, ich kann die nicht einfach verlängern, das ist ja ein Arzneimittelherstellungsprozess und der ist sehr rigide. Ja, da kann man nicht sagen, auch ich nehme heute mal ein anderes Zytokin oder ich mache heute mal 2 Wochen länger oder irgend sowas. Das geht nicht. Wir haben einen Herstellprozess gebastelt, der sehr robust ist, der bestimmte Endpoints zu bestimmten Zeitpunkten erreicht. Aber natürlich haben wir diese Arbeiten mit T-Zellen von gesunden Spendern gemacht, die sich dann doch in vitro ganz anders verhalten als die Zellen von diesen Patienten, die ganz viel Chemotherapie bekommen haben. Aber selbst wenn wir das könnten, ich glaube, dass das grundlegende biologische Problem dadurch überhaupt nicht korrigiert würde. Nicht? Das Problem ist, dass die Zellen nicht expandieren möchten. Und das ist eine zellintrinsische Eigenschaft, die geht nicht weg, nur weil wir jetzt 2 Tage länger sie vor sich hin wachsen haben lassen, sondern die werden auch in vivo dann nicht ordentlich expandieren und das tun, was wir uns von ihnen wünschen. Nicht? Wir könnten dann möglicherweise eine höhere Zahl von Zellen erreichen. Das Problem würden wir damit ziemlich sicher aber nicht lösen. Nun, dieser Herstellprozess, den zu entwickeln, da ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit reingegangen. Arbeit, die zunächst vor allem im
Forschungslabor von Michael Hudecik in Würzburg gelaufen ist, später dann bei uns unter diesen sehr restriktiven Bedingungen der guten Herstellungspraxis, also den Regeln, die für die Herstellung von Medikamenten angewandt werden. Und dadurch haben wir einen Prozess, der ist sehr genau definiert. Wir wissen zu jedem Zeitpunkt, was dort passiert. Das Einzige, was wir nicht kontrollieren, ist das Ausgangsmaterial. Das sind nämlich die Patienten eigenen T-Zellen, und die haben so viel Chemotherapie bekommen, wie der Patient bekommen hat. Und dementsprechend ist die Fitness außerordentlich variabel. Für die Sicherheit des Patienten ist natürlich wichtig, dass wir diesen sehr gut kontrollierten und auch mikrobiologisch sehr sicheren Herstellprozess haben für ihn. Wichtig ist auch, dass wir zu ungefähr der Halbzeit des Herstellungsprozesses die Zellen zählen und dann aufgrund der Zellzahl an diesem Tag auf Basis von Erfahrung von vorherigen Läufen extrapolieren können, wie viele Zellen werden wir an Tag 14 haben, und dann eben entscheiden können, ob das genug sind, dass der Patient seine Chemotherapie bekommen kann oder nicht. Im Moment sind wir bezüglich der Patientenzahl vor allem dadurch limitiert, dass die Behörde uns einen Mindestabstand von einem Monat zwischen Patientenbehandlungen abverlangt. Und dann klappt es eben doch nicht, dann immer wieder lückenlos am ersten Tag, an dem es wieder erlaubt wäre, Patienten in der Pipeline zu haben, sodass man realistischerweise sagen muss, 7 oder 8 Patienten mehr sind im Jahr unter diesen Auflagen gar nicht möglich. Wenn wir später mal ein klinisches Signal gesehen haben, wenn wir Erfahrung haben, wann die Toxizität auftritt, wie schwer sie verläuft, wie man sie kontrollieren kann, und wir näher zusammen, vielleicht sogar überlappend, Herstellungen machen können, dann könnte man einmal in der Woche einen Prozess beginnen. Der Herstellprozess ist naja, ein bisschen daran orientiert, dass wir versuchen, keine kritischen Herstellungsschritte am Wochenende zu haben, dass man immer Montag beginnen kann, sodass man wahrscheinlich so 40, 45 Herstellungen im Jahr zusammenbekommen könnte. Und es ist natürlich ein Herstellprozess, der, weil er so robust beschrieben ist, sehr leicht auch transferiert werden könnte an andere Herstellungsstätten, und dass wir darüber einen sehr substanziellen Skalierungseffekt erreichen können. Ja, also Aufskalierung, was die Zahl der Herstellungen angeht, habe ich ja gerade skizziert, ne? Also wir können natürlich weitere Herstellungszentren mit an Bord nehmen. Im Moment gibt es dazu noch keinen Grund, aber natürlich haben wir darüber nachgedacht und das vorbereitet. Und das andere ist, wie können wir den Herstellprozess weiter verbessern, in der Hoffnung, immer oder fast immer eine Wunschdosis zu erreichen. Ich glaube, ein bisschen früher in der Pipeline zu sein, würde dem Patienten kein Nachteil sein. Alle Therapien, die für das Multiple Myelom zur Verfügung stellen, wären auch im Falle eines Rezidivs nach Karamba-Therapie wieder absolut möglich. Aber ich glaube, das ist unrealistisch. Meistens sind doch die frühen klinischen Studienphasen Patienten vorbehalten, für die man nicht mehr allzu viel Pfeile im Köcher hat. Was den Herstellprozess angeht, wir targetieren mit den CARs ein Antigen, das auch auf normalen weißen Blutkörperchen, vor allem auch eben auf T-Zellen exprimiert wird, sodass wir einerseits sehen, dass im Reagenzglas während des Herstellprozesses die CAR-Ts ihre SLAMF7-positiven Brüder und Schwestern umbringen, weshalb wir eine relativ geringe Zellzahl, insbesondere von den CD8ern, erreichen.
Und wir sehen natürlich auch, dass Zellen, die schon oft gekillt haben, dass die dann tendenziell ein bisschen erschöpft sind. Und eine der Verbesserungen für den Herstellungsprozess Karamba 2.0 ist, dass wir überlegen, die Kinase, eine der Kinasen, die unterhalb des K-Rezeptors das Signal auf die T-Zelle übertragen, dass wir die blockieren wollen, das Dasatinib, und da hat die Gruppe von Hudecek schon gezeigt, dass das nicht nur in vitro, sondern auch in vivo gemacht werden kann, dass man den K ausschalten kann und dass der K sich dann sozusagen erholen kann, weil er zwischendurch mal ausgeschaltet ist, im Leerlauf laufen darf. Man könnte das Antigen maskieren mit dem FAB-Fragment von dem Antikörper, von dem wir den K abgeleitet haben, damit das nicht zum Fratrizid kommt im Reagenzglas. Das sind so die Möglichkeiten. Die Zytokine, wir diskutieren auch, ob wir anstelle von Interleukin 2 möglicherweise andere Zytokine verwenden wollen, zukünftig, insbesondere IL-7, IL-15, ist eine Kombination, für die beschrieben ist, dass sie ein kleines bisschen besser die Fitness der T-Zellen schützt. Ja, insbesondere auf das Dasatinib setzen wir eigentlich recht gute Hoffnungen. Genau, aber all diese Optimierungen könnten in einen Karamba 2.0-Prozess Eingang finden.